Hallo liebe Selfies! Mit zerschnittenen Flaschen lassen sich total coole Dinge machen. Deswegen zeige ich euch jetzt einmal einfach nur die Technik, wie man so eine Glasflasche zerschneiden kann. Dazu braucht es ein kleines Gerät, so einen Flaschenschneider, plus minus 20 Euro. Und dann legt man sie da einfach drauf. Das vordere Füßchen ist ein Glasschneider, steht auf und mit einigem Druck von oben kippt es jetzt Flaschen drehen, so dass sich der Glasschneider an ein und derselben Stelle einmal rundherum und auch dreimal rundherum in die Flasche ritzen kann. Wenn da jetzt rundherum eine schöne Rille eingeritzt ist, kommen ober- und unterhalb dieser Rille jeweils ein Hartgummiring hin. Und jetzt wird zwischen diese beiden Ringe genau auf die eingeritzte Stelle so lange abwechselnd heißes und kaltes Wasser gegossen, bis die Flasche an dieser Sollbruchstelle zerbricht. Wichtig, bevor ihr anfangt, ist, in die Abwasch sollte ein altes Handtuch zum Schutz hineingelegt werden. Eine wunderschöne Schnittstelle, die werde ich jetzt doch mit einem kleinen bisschen Schmirgelpapier völlig entschärfen. Und was man alles aus so zerschnittenen Flaschen machen kann, zeige ich euch in eigenen Tutorials. Einstweilen viel Vorfreude drauf!